Schloss Leonberg. Ein Ort tödlicher Intrigen, mörderischer Eifersucht und dunkler Geheimnisse. Kein Wunder, dass nur selten ein Gast den Besuch überlebt, trotz der herzlichen Begrüßung durch die Schlossgesellschaft. Baronin Elisabeth von Porz, stolze Erbin von Schloss Leonberg. Friedrich Wilhelm von Gatow, Oberst der Fremdenlegion und ihr treu ergeben. Pfarrer Clemens Grün, der sich nicht nur um seine Seele sorgt. Dr. Peter Blom, Gutsverwalter und Restaurator des Schlosses und eng befreundet mit Gloria Thorbach, selbstbewusste Stieftochter der Baronin. Und Helene Weiß, Köchin und guter Geist des Hauses. Viele Leichen für Hauptkommissar Rolf Thaller. Heute empfängt Schloss Leonberg. Ich habe sie zum Essen eingeladen. Und weißt du wo? In einem vegetarischen Selbstbedienungsrestaurant. Zu ihrer Sicherheit begleitet sie Gundis Zambo. Guten Abend. Dankeschön. Dankeschön. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu Cluedo, dem Mörderspiel. Es war einmal ein verwunschenes Schloss namens Leonberg. Es war gar märchenhaft und eigentlich hätte aus der Hochzeit von Julia und Sascha eine wahre Traumhochzeit werden können. Aber getreu dem Märchensprichwort und wenn sie nicht gestorben sind, dann waren sie nicht auf Leonberg, endete auch dieses Fest mit Mord. Die Aufräumarbeiten übernimmt die Haushälterin, die Leiche die Polizei und die Aufklärung Sie. Denn Sie sind die Detektive. Und wir lassen Sie nicht allein. Guten Abend an 100 Studiodetektive. Wir suchen alle gemeinsam nach dem Täter, dem Tatort und der Tatwaffe, liebe Zuschauer. Und wir werden alles finden. Und der Beste und der Schnellste hier bei uns im Saal, der gewinnt unsere Cluedo-Traumreise. Doch zunächst heißt es einen Mörder finden. Hier sind unsere 6 Mordverdächtigen. Die Baronin Elisabeth von Porz, Oberst Friedrich Wilhelm von Gatow, Gloria Thorbach, Dr. Peter Blom, Frau Helene Weiß, hallo, und natürlich Pfarrer Clemens Grün. Eine dieser 6 Personen wird heute Abend einen Mord begehen. Und sie wird eine dieser Mordwerkzeuge benutzen. Am besten, Sie schreiben mit, das ist wichtig. Vielleicht ein Lederband oder eine Tortenfigur. Pfeil und Bogen könnte eine Tatwaffe werden. Oder Rattengift. Vielleicht der Schürhaken oder ein Fleischmesser. Tja, ob die Hochzeitsgesellschaft ausgerechnet durch eine Tortenfigur gestört wird? Ich weiß es nicht. Möglich ist das auf Schloss Leonberg. Wo auch der Mord passiert, hier hinter mir, da sehen Sie das Schloss. Wir suchen aber nach dem genauen Raum. Wird das Drama vielleicht in der Küche passieren? Oder im Esszimmer? Spielt es sich im Billardzimmer ab? Oder im Salon? Vielleicht in der Bibliothek oder aber im Arbeitszimmer? Einer dieser Räume wird heute Abend der Tatraum sein, liebe Zuschauer. Und jetzt kann unser Liebesdrama beginnen. Und Sie brauchen keine Taschentücher, bewaffnen Sie sich lieber mit Papier und Bleistift. Denn Sie sollten sich Notizen machen. Wir zeigen Ihnen nämlich nicht Romeo und Julia, sondern Sascha und Julia. Nein, ist der entzückend! Und das restliche Menü wird garantiert genauso gut. Lenchen, du bist eine richtige Künstlerin. Ich habe seit einer Ewigkeit keinen Hochzeitskuchen gebacken. Na, wozu denn noch? Es gibt ja nur Scheidungspartys. Ich möchte mal einen für dich backen. Ich heiraten, das ist nichts für mich. Aber du musst heiraten, ein so schönes Mädchen wie du. Ist doch das Schönste im Leben einer Frau. Da sind sie. Julia! Mein Mädchen! Lass dich ansehen. Du wirst immer hübscher und deiner Mutter immer ähnlicher. Glückwunsch, Sascha. Julia, oh,
Sascha? Urs? Hallo. Na, Sascha, hast du doch noch die Kurve gekriegt? Ach ja, weißt du, sich ewig das Frühstück allein machen müssen, ist auch langweilig. Ihr müsst die Verspätung entschuldigen, aber wir haben uns total verfahren. Die hatte die Karte. Naja, jetzt seid ihr ja da. Ich helfe euch mit dem Gepäck. Komm, Elisabeth freut sich schon sehr auf dich. Willkommen auf Schloss Leonberg. Elisabeth. Julia. Ich danke dir so, dass wir hier im Schloss heiraten dürfen. Ach, Julia, für sowas ist doch hier der richtige Rahmen. So, dann zeig mir mal deinen zukünftigen. Hallo, Elisabeth. Wir kennen uns schon, nicht wahr? Ja. Ach ja. Ist es hier drin? Ja, da ist es drin. Oh, lass uns auspacken. Ja. Also du und Sascha. Ich hätte nie geglaubt, dass der mal heiratet. Aber weißt du noch? Alle haben immer gedacht, dass Sascha, wenn überhaupt, dass er dich heiraten würde. Bloß nicht. Es hätte nur Mord und Totschlag gegeben. Das stimmt wahrscheinlich. Gloria, du siehst wunderschön aus damit. Ob ich mich erinnere, die Uni, das ist... Acht Jahre ist das hier. Mann, was haben wir damals nicht alles getrieben? Mann, das waren heiße Zeiten. Und jetzt kommst du hierher, um zu heiraten. Was ist mit dir? Ach, weißt du, Gloria und ich. Tja. Gloria. Ist der Goldfisch hier. Ja, das weiß sie auch. Es plätschert so dahin. Wir können ja tauschen. Julia war auf der Uni ganz verschossen in dich. Wer von euch hat eigentlich dem anderen den Antrag gemacht? Ich habe sie zum Essen eingeladen. Und weißt du wo? In einem vegetarischen Selbstbedienungsrestaurant. Oh. Kannst du dir das vorstellen? 5 Jahre sind wir zusammen und er führt mich in ein Selbstbedienungsrestaurant, um mir da einen Heiratsantrag zu machen. Du Ärmste, dir bleibt wirklich nichts erspart. Er war schon immer ein Knauser. Oh nein. Er mag halt Hafergrütze so gern. Wie romantisch. Hey, ich liebe diese Farbe. Ja, die ist schön. Sascha gefällt sie auch. Er sagt, bei der Farbe wird er immer schwach. Darf ich? Ja. Den hat Sascha mir mal geschenkt. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was er mir je geschenkt hat. Leisten wir trotzdem? Ja, klar. Gegangen. Gloria, hast du einen neuen Lippenstift? Ah, habe ich mir nur geliehen, der ist von Julia. Meine Freunde, ich möchte einen Toast aussprechen. Oh ja, Ruhe bitte. Ich will der Hochzeit nichts vorwegnehmen, aber ich möchte doch sagen, wie gut es mir tut, dass Julia sich entschlossen hat, diesen sehr wichtigen Tag hier mit uns zu verbringen. Also, Freunde, auf Julia. Auf Julia. Und mich. Und auf Sascha. Auf Sascha. Ja, Sascha. Ja, Julia, wenn du nachher mit Helene sprechen würdest, wegen des Hochzeitsessens. Ja, sicher, das mache ich dann. Ich mache das. Ja, Sascha, gut. Ist vielleicht noch besser. Liebe Julia, wollen wir zwei nachher in der Kapelle über die Zeremonie reden? Gut, Clemens, das machen wir. Wenn ihr schon dabei seid, die Rede des besten Freundes vom Bräutigam, die könnt ihr streichen, ja? Feigling, Feigling. Ach, Papa, ich dachte, das wäre Pfarrer Clemens. Er kommt, Claire. Ich möchte 2 Minuten mit dir allein sein. Julia. Papa, lass es, bitte. Er ist nicht der Richtige für dich. Das sagen alle Väter. Ja, meistens haben sie recht. Er verunsichert dich, wenn du mit ihm zusammen bist. Und dafür habe ich dich nicht großgezogen. Papa, lass uns nicht streiten. Ich liebe Sascha. Ja, das ist es. Das hat schon deine Mutter getragen zu ihrer Hochzeit.
Jetzt gehört es dir. Es geht nicht. Die Vegetarier, also gibt es kein Fleisch. Das Menü ist längst mit der Frau Baronin und dem Oberst von Gato besprochen. Das interessiert mich nicht. Ich heirate, also wird gegessen, was ich sage. Und da ich Vegetarier bin. Es ist alles schon bestellt. Dann bestellen Sie es ab. Ach, ich soll so einfach 50 frische Forellen abbestellen, ja? Und wie denken Sie sich das, die Schlaumeier? Ganz einfach, meine liebe Küchenfesigin, zum Telefon nehmen, den Hörer abwählen und sprechen da hinein. Das ist zu spät. Die Hochzeit ist übermorgen. Ach was. Wollen Sie mir erzählen, wann ich heirate? Und was bitte möchten Sie essen? Brokkoli mit Gemüsebrühe, vegetarische Lasagne, Pasteten mit Spinatfüllung dazu, Tomatenkonkas. Spinatfüllung? Ja. Das muss ich erst mit der Frau Baronin besprechen. Tun Sie das. Was ist das hier? Das gehört in die Hochzeitstorte. Das ist das Symbol für ewige Liebe und Treue. Wie neckisch. Wie bitte? Die Trauung darf nicht hier in der Kapelle stattfinden. Aber warum nicht? Sascha ist ein sehr überzeugter Atheist. Ja, und du? Ich bin seine Frau. Ja, und wofür braucht er dann mich? Es ist wegen Vater. Clemens, tun Sie es ohne Kirche. Bitte, mir zuliebe. Herr im Himmel, das wird ein böses Ende nehmen. Die werden das nicht zurücknehmen. Ich bin im ganzen Dorf blamiert. Ich kann mich da nie wieder sehen lassen. Das Haus wird für alles gerade stehen. Bestellen Sie, was Sascha wünscht. Aber Frau Baronin... Bestellen Sie es. Gefällt mir. Eine Frau, die die Kontrolle behält. Sehr sexy. Nein, ich bleib nicht länger in einem Haus, in dem unschuldige Tiere kalt gemacht, dann wieder warm gemacht und aufgefressen werden. Sascha, bitte denk doch nicht immer nur an dich. Du weißt genau, wie ich mich hier fühle. Und was ist mit mir? Das ist auch meine Hochzeit. Was willst du? Wir sind doch hier. Also. Ja, weil ich uns Geld sparen wollte. Nein, weil du deinem Papa gehorchen wolltest. Sascha, ich habe Clemens dazu gebracht, dass wir nicht in der Kapelle heiraten. Aber dass du allen anderen deine Essgewohnheiten aufzwingen willst, das geht nicht. Na gut, dann lassen wir es. Musst mich ja nicht heiraten. ...216/36. Julia. Peter, hilf mir. Peter? Sascha, was machst du hier? Und nochmal vorbeischauen wegen der alten Zeiten. Die sind vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Ich will dich immer noch. Hör auf! Julia, es ist doch schon so lange her. Ich denke immer noch an dich. Du bist doch aber weggegangen. Was ist mit Sascha? Ich liebe Sascha. Aber es ist manchmal so schwer mit ihm. Hast du mich eigentlich wirklich geliebt? Ja. Auch als du schon lange fort warst. Es hat sehr lange gedauert, dich zu vergessen. Liebst du mich noch? Ich habe Angst, einen ungeheuer großen Fehler zu machen. Einen Fehler? Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn heiraten soll. Warum tust du es dann? Weil ich Angst habe, eines Morgens aufzuwachen und festzustellen, dass ich alleine bin.
Ich habe dich damals verlassen, weil ich... Lass es. Es hat mir gereicht. Das war wahrscheinlich mein größter Fehler. Peter? Glaubst du, du könntest mich noch mal so lieben wie damals? Sascha, am besten du gehst jetzt. Was findest du eigentlich an Peter? Das geht dich nichts an. Das mit dir war nur ein Ausrutscher. Ein schön langer Ausrutscher. Gib dir keine Mühe. Komm, zieh dich nicht so. Ich denke, du willst heiraten. Mit dich sollte ich heiraten. Verschwinde! Los, komm! Raus! Und zwar sofort! Okay. Nur ein Versuch. Du weißt nicht, was dir entgeht. Arme Julia. Das Bad ist oben. Ich will nicht ins Bad. So. Ich will zu dir. Das ist keine gute Idee. Damals warst du nicht so kühl. Das ist auch schon eine Weile her, Sascha. Ich erinnere mich noch an alles. An jede Einzelheit. Was willst du? Ich hatte Streit mit meiner zukünftigen Frau. Das gehört dazu. Ich brauche ein bisschen Zärtlichkeit. Hör zu. Das damals war eine kurze Verirrung meines Geschmacks. Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du die Sache wie ein Gentleman behandeln würdest. Ja, Hat jemand Angst um seinen Ruf? Wäre auch keine schlechte Schlagzeile, die heiße Nacht auf dem Schloss. Baronin von Porz und die Studentenfete. Klingt doch gut. Willst du mich erpressen? Nein. Also was dann? Ich hab doch gesagt, ich brauche ein wenig Zärtlichkeit. Ich würde lieber einen in Fischstrahlen getunkten Eskimo umarmen. Vielleicht sollte ich unser kleines Geheimnis doch zum Besten geben. Beim Hochzeitsessen, wenn alle da sind. Der Oberst, Gloria, der Pfarrer. Wäre das lieber? Sascha, wir könnten heute Morgen Bogen schießen, wie an der Uni. Sascha und ich waren die Besten. Ihr wart doch die Einzigen. Vielleicht, wenn sich nichts Besseres ergibt. Ihre Arroganz schreit zum Himmel, junger Mann. Peter wollte nur höflich sein, aber sowas werden Sie ja wohl nie begreifen. Spricht man so mit seinem zukünftigen Sohn? Schwiegersohn, nur Schwiegersohn. Herr, bitte, hört endlich auf zu streiten und mich hinlegen. Gute Besserung. Okay, Peter, ich komme mit. Komm ich endlich mal raus aus dem Mief. Okay, ich hol Pfeil und Bogen. Mal sehen. Vielleicht kann ich heute ja doch noch einen Treffer landen. Fräulein Julia hat gesagt... Und ich sage, es bleibt dabei. Es wird rein vegetarisch gegessen. Verstanden? Der Herr Oberst bekommt sein Fleisch. Basta. Hören Sie, Frau, sowieso. Ich brauche nur zur Baronin zu gehen und Sie sind die längste Zeit hier gewesen. Was? Hier? Ich lasse Sie rausschmeißen, weil Sie hier rumdiskutieren, anstatt Ihre Arbeit zu tun. Das würde die Frau Baronin niemals tun. Wenn ich es ihr sage, tut sie's. Es gibt, weiß Gott, genug Kanalien auf dieser Welt. Und Julia hat sich todsicher die Schlimmste ausgesucht. Hm. Was findet sie nur an ihm? Hast du gesehen, wie er Gloria anstiert? Gloria? War der schon mal hier? Ach. So eine Ewigkeit her. Aber Gloria ist eben schlauer, die lässt sich nicht mit so einem ein. Ja, nicht so verbohrt wie meine Tochter. Ach, entschuldige, Friedrich, ich hab's doch nicht so gemeint. Ja. Ach, das Ganze ist ein solches Ärgernis. Frau Baronin, ich gehe. Ich kündige. Helene. Es tut mir leid, aber was zu viel ist, ist zu viel. Was ist denn? So lass ich nicht mit mir umspringen. Ach, wer springt denn mit Ihnen um? Er sagt, Sie würden mich rauswerfen, wenn er es will.
Wer sagt das? Dieser Mensch. Wo sind meine Pillen? Hier, mein Schatz. Danke. Ich werde sie mir mal vornehmen, und zwar gründlich. Nein, Friedrich! Peter? Ich bin auf dem besten Wege, mich wieder in dich zu verlieben. Oh, Peter. Wir hätten uns nie trennen dürfen. Tja. Sprich mit Sascha. Das kann ich nicht. Aber du musst. Der bringt mich um. Ich rede mit ihm. Mein Gott, dann bringt er dich um. Mach dir keine Sorgen. Mir fällt schon was ein. Grünzeug. Körner. Mal sehen, wie kann man ein vegetarisches Sandwich noch schmackhafter machen? Helenes Sandwiches sind eine Herausforderung. Und was wäre ein Tag ohne Herausforderung? Dabei fällt mir eine wunderbare Geschichte ein. Damals in Marokko, als der Sheikh von Hoher Sassad... Das heißt tot! Mord statt Ja-Wort, liebe Zuschauer. Wir suchen den Täter, die Tatwaffe und den Tatort. Und wir haben die gesamte Hochzeitsgesellschaft, mit Ausnahme von Braut und Bräutigam, zum Verhör hierher ins Studio geladen. Hier sind sie. Einer davon ist der gesuchte Mörder und wir werden ihn finden, das verspreche ich Ihnen. Mit Ihrer Hilfe in ein paar Minuten. Auf Schloss Leonberg ist Bräutigam Sascha kurz vor seiner Hochzeit mit Julia ermordet worden. Und hier sind unsere 6 Hauptverdächtigen von Schloss Leonberg. Die Baronin Elisabeth von Porz. Woher kannte sie Sascha? Oberst von Gato. Hat er die Hochzeit seiner Tochter mit Gewalt verhindert? Gloria Torbach, wollte sie ihre Freundin vor Sascha schützen? Dr. Peter Blom, erhörte er den Hilferuf seiner Ex-Geliebten? Frau Helene Weiß, hatte sie Angst um ihre Stellung auf Schloss Leonberg? Pfarrer Clemens, bereitete er dem Atheisten, der Julia aus seiner Herde riss, ein teuflisches Ende? Einer dieser Herrschaften ist der gesuchte Mörder. Bitte. Frau Weiß, sagen Sie, was ist denn aus dieser wunderbaren Hochzeitstorte geworden? Ist ja schade drum. Aus der Hochzeitstorte, ja, die haben wir dann nach der Beerdigung gegessen. Liebe Zuschauer, schauen Sie sich diese 6 Verdächtigen an. Wer könnte der gesuchte Mörder sein? Am besten, Sie notieren sich das schon mal. Und hier im Saal, liebe Studiodetektive, bitte geben Sie Ihre Kombination aus Täter, Tatwaffe und Tatort jetzt in Ihren Computer an den Plätzen ein. Sie können Ihre Meinung jederzeit ändern. Allerdings merkt sich dieser Computer ganz genau, wer zuerst die richtige Lösung gefunden hat und diese auch bis zum Schluss beibehält. Auf ihn wartet unsere Traumreise. Außerdem ist dieser Computer auch Ihnen zu Hause, glaube ich, eine große Hilfe. Denn ich kann Ihnen jetzt bereits Folgendes mitteilen. 19% hier im Saal sind der Meinung, Helene Weiß ist die Mörderin. 24% verdächtigen Dr. Peter Blom und die Mehrheit von 27% sagt, es war der Oberst von Gato. Ich danke Ihnen für das herzliche Vertrauen. Ob er der gesuchte Mörder ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall suchen wir auch die Tatwaffe und den Tatort. Nicht vergessen. Und das Einzige, was uns dabei weiterhelfen kann, ist ein knallhartes Verhör unserer Studiodetektive. So, ich bin bei Ihnen. Wo geht's los? Wer stellt die erste Frage? Eine Frage an den Herrn Dr. Blom. Ja. Hatten Sie ernsthaft vor, mit der Julia wieder ein Verhältnis einzugehen? Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ja. Obwohl sie heiraten wollte. Ich meine, der...
Sascha ist zwar ein bisschen arrogant und so, er ist trotzdem mein Freund. Also ich hätte mir das noch lange überlegen müssen, bevor das überhaupt so weit gekommen wäre. Und gleich hier oben geht's weiter? Ja, bitteschön. Ich hätte eine Frage an die Haushälterin. Was haben Sie mit dem Rattengift in der Küche gemacht? Aha. Wollten Sie die auf die Sandwiches tun oder... Aber nein, keinesfalls, obwohl der Mann hätte es eigentlich verdient gehabt. Was der in meiner Küche getrieben hat, war ja furchtbar. Der ganze Kühlschrank war voll mit schönen Sachen, mit Schweinebraten und mit den besten Dingen. Da kommt er mit dem Gemüse an. Ich habe auch noch an den Oberst eine Frage. Sie sind mit dem Schürhaken raus und haben gesagt, Sie rechnen mit Sascha ab. Was wollten Sie sagen zu ihm? Was wollten Sie machen? Ich wollte ihm die Ohren lang ziehen. Aber das kann ich Ihnen sagen, ich habe ihn nicht mit wenn, dann hätte ich ihn mit einem Salatblatt erschlagen und nicht mit dem Schürhaken. So, bitteschön. Ja, was mich interessieren würde, geht die Baronin an. Ja. Was hatten Sie denn für ein Verhältnis zu Sascha? Das war ja auch ganz interessant. Woher kannten Sie ihn? Woher ich ihn kannte? Ach Gott, ja, also wissen Sie, das war in einer lauen Sommernacht. Ja, in einer lauen Sommernacht. Gott, was habe ich denn da gemacht in einer lauen Sommernacht? Ach, Friedrich, ich schäme mich ja so. Also, bitte, wenn Sie auf dieser Frage bestehen, dann muss die Sitzung unterbrochen werden. Ich glaube, diese Geschichte wird sich irgendwann auflösen. So, Sie hatten sich auch gemeldet. Ja, Gloria, Sie waren mit Sascha ja früher zusammen. Zusammen. Wir haben ein paar Nächte verbracht. Ach so, ja. Wie hat denn dann diese Beziehung geendet? Da war nichts zum Enden. Also wir haben einfach nicht mehr miteinander geschlafen, das ist alles. Gut, liebe Zuschauer, sparen Sie sich Ihre Fragen, heben Sie sich die auf. Es ist wichtig, damit wir diesen Fall lösen werden, denn jetzt möchte ich mal eine Frage stellen. Wir kommen nachher zum Verhör zurück. Ich möchte wissen, wer ist der Mörder? Welches ist die Mordwaffe und welches ist der Tatort? Und ich frage Sie mal, wer ist für Sie der Mörder? Der Oberst von Gato. Aha, und was meinen Sie, wo hat er den Mord begangen? Ich meine, im Salon, er ermordet hat. Und womit? Mit dem Schürhaken, weil er hat ihn mitgenommen, also... Keine schlechte Vermutung. Sie sind also der Meinung, das Ganze war im Salon. Es war Oberst von Gato mit dem Schürhaken. Davon ist eine Vermutung richtig. Und während hier gegrübelt wird, welche das denn wohl sein mag, versucht man auf Schloss Leonberg inzwischen Spuren zu verwischen. Gut, dass Thaller, Hauptkommissar Thaller, noch rechtzeitig eintrifft. So, weg damit. Dachfische. Natürlich, Herr Inspektor. Hauptkommissar, Frau Weiß, Sie leben aber gesund hier. Ja, das war für die Hochzeit. Er war Vegetarier. Es muss ziemlich schwierig sein für Sie, ein rein vegetarisches Menü. Ach nein, nicht wenn man es vorher weiß. Aber nicht erst am letzten Tag. Er bestand wohl darauf. Und wie? Als ich darauf hingewiesen habe, dass schon alles bestellt ist, da hat er hier rumgeschrien, er will mich entlassen. Er wollte Sie entlassen. Er hat so getan, als ob er großen Einfluss hätte auf die Frau Baronin. Wo ist denn mein Fleischmesser? Also immerzu schwirren Leute in meiner Küche rum und verrücken mir meine Sachen. Hatte er den Einfluss? Ach was. Das heißt, ich habe mich schon gewundert, als die Frau Baronin gesagt hat, ich soll die Forellen abbestellen. Na, Sie hätten mal das Gesicht des Fischhändlers sehen müssen. Das war richtig peinlich. Also hatte er Einfluss auf die Baronin? Das weiß ich. Es geht mich auch nichts an. Oh, ein Prachtstück von Kuchen. Wo haben Sie den her? Der ist nicht gekauft. Oh, Entschuldigung, Frau Weiß. Er sieht wirklich prächtig aus. Ach, das Marzipan. Waren Sie das? Ich bin unschuldig, ich schwöre es. Nein, die Frau Baronin. Wie ein kleines Kind. Also überall muss sie die Finger drin haben. Sie kann kein Marzipan sehen, ohne davon zu naschen. Führt die Spur unseres gesuchten Mörders in oder durch die Küche? Auf jeden Fall finden sich dort zwei unserer Mordwerkzeuge, nämlich die Tortenfigur und das Fleischmesser. Die anderen heutigen sind Rattengift, Lederband, ein Schürhaken und... Pfeil und Bogen. So, und die Sache mit der Küche und andere Fragen können jetzt wieder unsere Studiodetektive stellen. Wer möchte beginnen? Ich wüsste gerne, wo die Haushälterin dem Sascha das Brot zum Essen gegeben hat. Ich habe das alles serviert im Garten. Wie Sie gesehen haben, war der Tisch gedeckt und es saßen alle drumherum und haben gegessen. Nur er war nicht da.
Also auch das Brot war im Garten. Natürlich. Ich habe noch eine wichtige Information für Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Und zwar mal wieder eine Hochrechnung. Im Moment sagen 19% hier im Saal, Dr. Peter Blom ist der Mörder. 20% verdächtigen die Baronin und die Mehrheit von 37% immer noch unseren Oberst von Gartow. Man lässt mich nicht aus. Gut, wir stellen weiter Fragen. Ich glaube, Sie hatten sich gerade gemeldet. Ja, bitte. Ich habe eine Frage an Oberst von Gartow. Und zwar, woher wussten Sie, dass die Baronin von Porz ein Verhältnis mit Sascha hatte? Das wusste, das wusste ich doch nicht. Sie haben es vorhin gesagt. Naja, nun weiß ich. Nun weiß ich. Das war ganz neu für mich. Aber ebenso unwichtig. Dankeschön. Frau Baronin, sehen Sie, ist gar nicht so schlimm. Im Rausch des Glücks kommt der Moment, den man ein schwaches Stündchen nennt. Ja, in einer lauen Sommernacht. Ja, bitte. An die Haushälterin eine Frage. Wann haben Sie denn die Tortenfigur auf die Torte gesteckt? Tja, das weiß ich nicht mehr. Also da müsste ich jetzt lügen und das darf ich ja nicht. Sie vielleicht, denn die drei hier sind schwer am Diskutieren. Hm? Ja, ich wüsste gerne von der Gloria, ob sie sich erinnern kann, die Tortenfigur auf die Torte gesteckt zu haben. Mm-mm. Was heißt, Sie können sich nicht erinnern oder Sie haben es nicht getan? Ich habe das nicht getan. So, jetzt habe ich wieder eine Frage. Und zwar möchte ich wissen, wer ist der Mörder? Welches ist der Tatort und welches ist die Tatwaffe? Und ich frage mal Sie. Wer ist für Sie der Mörder? Ja, der Oberst. Sie haben den Oberst eingegeben? Ja, genau. Okay. Und Sie sagen, es war mit dem Schürhaken, sehe ich hier bei Ihnen auf dem Computer? Genau, genau. Und in welchem Raum? Im Salon. Im Salon? Ja, na, moin. Ja, in der Küche. Okay, Sie sagen also, es war in der Küche, es war der Oberst mit dem Schürhaken. Und Sie haben uns sehr, sehr weitergeholfen, denn davon stimmt gar nichts. Ja, er sagt Pech gehabt, das ist richtig. Es tut mir leid für Sie, aber für uns eine große Hilfe für den Herrn Oberst. Er ist somit entlastet. Das tut es mir leid. Wenn ich das Resultat gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich getan. Ja gut, und ansonsten wissen wir auch, es war nicht in der Küche und es war auch nicht der Schürhaken. Die Suche nach diesem Haken können Sie also somit beenden, liebe Zuschauer. Hauptkommissar Taller hat auch eine Vermutung. Mal gucken, wie die aussieht. Was machen Sie denn da, Herr Kommissar? Meine Arbeit, Frau Weiß. Ach, Sie denken, ich habe ihm Rattengift auf sein Sandwich gestreut. Ich gestehe. Sie gestehen? Ich gestehe, der Gedanke ist mir gekommen. Der Kerl war einfach unausstehlich. Aber Sie sehen ja selbst, er hat das Sandwich nicht mal angerührt. Also selbst wenn ich es getan hätte, würde er immer noch putzmunter rumlaufen und mich ärgern. Sehr gut kombiniert, Frau Weiß. Sie sollten zu uns kommen, zur Mordkommission. Nein, danke, Herr Kommissar. Tote Enten mit Rotkohl sind mir lieber. Suchen Sie was? Ach, Sie haben es ja. Muss aus meiner Bibel gefallen sein. Gestern. Vielen Dank. Das ist ein Erinnerungsstück, habe ich aus Jerusalem mitgebracht. Man sagte mir, Sie wären sehr verärgert gewesen, weil der Verstorbene nicht hier in der Kapelle heiraten wollte. Richtig, oh, war ich wütend. Aber jeder Mensch hat etwas Gutes in sich, auch er. Ach so? Er aß keine Tiere. Was ist zwischen euch gewesen? Nichts. Du lügst. Du liebst sie noch. Gloria, sie war verlobt mit Sascha. Das hat ihn nicht gestört. Was? Ja, er kam gestern Nacht zu mir und hat gesagt, Julia wäre die Falsche, er wollte mich und so weiter. Wo warst du eigentlich? Ich habe auf dich gewartet. Im Bett. In welchem? In meinem. Mit wem? Mensch, red kein blödes Zeug. Und dann habt ihr euch die ganze Nacht in die Augen gesehen, ha? Huh? Bist du wieder sentimental geworden? Störe ich? Ja. Gehört leider zum Beruf. Ist das Ihre? Ich habe draußen geübt. Ich wollte mit Sascha schießen. Sie sollen ein ausgezeichneter Schütze sein, sagt man, Dr. Blom. Peter? Oh, pardon, ich dachte Dr. Blum.
hübsche Farbe. Naja, es war auch Saschas Lieblingsfarbe. Ich weiß. Woher wissen Sie das? Weil auf der Munderleiche ein Abdruck von Lippenstift war, von dieser Farbe. Er muss also kurz vorher oder während oder kurz nach seinem Tode geküsst worden sein. Und die Lippen, die ihn dieses letzte Mal küssten, trugen diesen Lippenstift. Ich war das nicht. Könnte sonst noch jemand diesen Lippenstift benutzt haben? Ich habe ihn Gloria geliehen und heute Morgen im Esszimmer wiedergefunden. Aber das kann doch nicht sein. Oder etwa doch, hat Gloria etwas mit diesem Mord zu tun? Liebe Zuschauer, im Moment sagen 17% hier im Saal, Dr. Peter Blom sei der Mörder. 21% verdächtigen Gloria. Und die Mehrheit sagt, und zwar 27%, die Mörderin ist die Baronin von Porz. Ach, okay, dann komme ich zu Ihnen. Mich würde interessieren, ob die Baronin sehr viel Wert darauf legt, dass die farbliche Kombination der des Gewandes mit dem Make-up stimmt. Es ist reizend, dass Sie diese Frage stellen, in der Tat, ja. Also Sie legen sehr viel Wert darauf, dass ja, es ja, ich habe ein gutes Farbgefühl und das gewohnt, macht mir Freude, ja. Auch danke. Heute tragen Sie beige, rötliche Haare und ich glaube einen bräunlichen Lippenstift. Sehr hübsch. Ja, und nicht so unechte Farben wie Zyklam oder blasslila, scheußlich. Und auch ein bisschen mehr fürs Natürliche. Ja, sieht aus wie kaltes Blut. Oh Gott, ja. Und der Geschmack ist wichtig, der Geschmack. Ja. Und wonach schmeckt er? Ist so etwas Leichtes zwischen Brandy, Anis, wundervoll. Ach, Frieden. Mit einem Hauch Thymian. Herrlich. Okay, jetzt komme ich nochmal zu Ihnen. Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Pfarrer, wo er das Lederband verloren hat und wann er das bemerkt hat, dass er es verloren hat. Ja, ich habe das bemerkt, als ich wieder zurück in die Kapelle kam. Und wo ich es verloren habe, weiß ich nicht genau. Ich nehme aber an, in der Kapelle. Ich habe aber vergessen, den Kommissar zu fragen, wo er es gefunden hat. Okay, dann komme ich zu Ihnen. Gloria, warum hast du es abgelehnt, mit Sascha nochmal zu schlafen? Gab es einen bestimmten Grund oder du hast es ja öfter schon gemacht anscheinend mit ihm? Unterstellung. Ich glaub, ja, also ich meine, schläfst du immer mit allen Frauen, mit denen du irgendwann mal geschlafen hast? Das ist doch dann einfach vorbei. Ich weiß nicht, ich werde nicht verdächtig, sondern du. Ja, der Herbert in dem grün-schwarz karierten Hemd, bitteschön. Ich wollte die Gloria fragen, ob sie eine Süße ist. Was heißt Süße? Ja, in Hinsicht auf Süßigkeiten, Marzipan etc. Nein, bin ich nicht. Ich frage mal Sie, wer ist der Mörder? Ja, ich denke die Baronin. Tipp mal auf die Baronin. Ja. Und Sie sagen, es war mit dem Fleischmesser? Ja. Und wo? Ich denke, sie hat ihn im Salon ermordet. Wie kommen Sie auf die Frau Baronin? Sie hat vielleicht am meisten zu verlieren. Sie sind also der Meinung, das Ganze war im Salon, es war die Baronin mit dem Fleischmesser. Und es ist gar nicht schlecht, davon sind zwei Vermutungen richtig. Hauptkommissar Thaller hat inzwischen 5 verhört, 5 unserer Verdächtigen. Nur die Baronin noch nicht. Ob sie ein Alibi hat? Es war sehr großzügig von Ihnen, die beiden einzuladen, hier Ihre Hochzeit zu feiern. Das ist selbstverständlich. Julias Vater steht mir sehr nahe. Wie gut kannten Sie eigentlich diesen Sascha? Oh, kaum einer von Glorias Freunden. Er war vor Jahren mal zu den Semesterferien hier. Interessant. Frau Weiß deutete an, dass er sie irgendwo in der Hand hätte. Was meinte sie damit? Ach, er war unendlich anmaßend. Ich meine, man soll ja nicht schlecht über Tote reden, nicht wahr? Aber wirklich ein unendlich unerzogener Flegel. Jemand, der sich einfach alles herausgenommen hat. Das hört sich an, als ob Sie ihn doch gut gekannt hätten. Wo waren Sie heute Morgen? Ach, ich hatte Kopfweh. Ich war im Arbeitszimmer. Danach? Sind Sie sonst wo hier im Haus gewesen? Nein. Darf ich? Oh ja, Marzipan hat Helene selbst gemacht. Ich weiß, Baronin.
ob Thaler auch schon weiß, wer der Mörder ist? 17% hier im Saal sagen, es war Dr. Peter Blom. 29% verdächtigen Gloria Thorbach und 39% unsere Baronin. Ich krieg schon wieder meine Migräne. Ich habe leider keine Tabletten dabei. Sie müssen sich noch einen Moment gedulden. Liebe Zuschauer, wir müssen den Mörder finden, die Tatwaffe und den Tatort. Es ist unser letztes Verhör, das heißt die letzte Möglichkeit für uns hier Ermittlungen aufzustellen. Bitte. Helene, ist die Gloria eine, die gerne Süßigkeiten nascht? Fragen Sie mich? Ja. Nein. Ja, bitte. Herr Oberst, Sie kennen ja die Baronin sehr nah, wie man sieht. Korrelieren Sie doch mal die Impulsivität von der Baronin mit ihrer Fähigkeit zum Mord. Mord? Ich bitte Sie. Kann sie sich auch im Affekt zu so etwas hinreißen lassen? Das kann sie ganz sicher. Ich habe schon die eine oder die andere Ohrfeige von ihr bekommen. Aber Friedrich... Entschuldige. Wahrscheinlich hat die ihn fast umgebracht. Du redest mich um Kopf und Kragen. Aber nicht doch. Okay, du hast eine... Was hast du denn an der Hand? Warst auf Schloss Leonberg unterwegs. Okay, stell deine Frage. Frau Baronin, als Sie Sascha aufs Schloss eingeladen hatten, hatten Sie davor, diese laue Sommernacht zu wiederholen? Oh, nichts lag mir ferner. Wirklich. Ich habe noch eine Frage an die Baronin. Wissen Sie, ob der Sascha gerne Marzipan gegessen hat? Nein, wirklich nicht. Wissen Sie nicht? Okay. Anscheinend hat man früher was anderes getan, als Marzipan zu essen. Auf jeden Fall müssen wir immer noch nach dem Mörder suchen, liebe Zuschauer. Nach der Tatwaffe und nach dem Tatort. Und ich denke, wir brauchen einfach mal eine Vermutung. Ich frage Sie mal, wer für Sie der Mörder ist. Für mich ist die Gloria von Thorbach mit dem Fleischmesser im Salon. Sie und warum? Sie sagen auf jeden Fall, das Ganze war im Salon. Es war Gloria Thorbach mit dem Fleischmesser und davon ist eine Vermutung richtig. Tja, noch wiegt sich unser Mörder in Sicherheit, aber nicht mehr lange, liebe Zuschauer. Bald werden wir ein Geständnis hören. In wenigen Minuten. Wir suchen immer noch den Mörder von Sascha, die Tatwaffe und den Tatort. Haben Sie sich zu Hause schon entschieden? Hier im Saal, liebe Studiodetektive, Sie bekommen von mir noch eine Gelegenheit, Ihre Meinung im Computer zu ändern. Sie wissen, es geht um unsere Reise. Also, 5 Sekunden ab jetzt. Aus, vorbei, jetzt geht nichts mehr und ich bin gespannt, wer Sascha den letzten Kuss gab. Nachdem Friedrich Sascha derartig zurechtgewiesen hatte, war mir klar, dass er über unsere Affäre nicht mehr schweigen würde. Oh, diese Schande. Ich dachte nach. Ich musste das verhindern. Julia hatte Gloria ihren Lippenstift geliehen. Ich benutzte ihn. Um beide in Verdacht zu bringen. Sehr clever. Nein, er mochte die Farbe so gern. Es sollte sein letzter Kuss sein. Elisabeth? Der Oberst wollte den wilden Mann spielen. Aber ich habe ihm ein paar Takte erzählt. Er soll froh sein, dass seine Tochter mich überhaupt kriegt. Schließlich andere Väter haben auch schöne Töchter. Na also. Ich alle Spuren beseitigen.
Das Marzipan von Helene. Selbst gemacht. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Das war wohl mein Fehler. Ja. Das Marzipan hat mich erst auf die Idee gebracht. Danke, Kommissar. Ach, dass ich immer naschen muss. Es war also tatsächlich unsere Frau Baronin mit der Tortenfigur im Salon. Unglaublich. Wer hat es herausgefunden hier im Saal? Einmal Handzeichen geben, bitte. Hey, doch so viele. Toll. Gratuliere. Ich bin gespannt, wer von Ihnen unser heutiger Gewinner ist. Freut sich jemand. Wie heißen Sie? Claudia. Claudia, wunderbar. Wissen Sie, was Sie gewonnen haben? Nee. Schauen Sie mal. Nicht schlecht. Als Detektiv machen Sie sich wirklich gut. Zur Belohnung schicken wir Sie auf Urlaubsfahndung in die Karibik. Zusammen mit Fischereisen und Hapag-Lloyd können Sie den Schlüssel zur sonnigen Erholung in der Dominikanischen Republik finden. Viel Spaß und Spannung. Dominikanische Republik, was sagst du dazu? Da wollte ich schon immer hin. Ja? Ja. Wen nimmst du mit? Meine Freundin. Echt? Ja. Kein Freund? Nee. Ja, die wird sich freuen. Ist ja super. Claudia, nach 24 Minuten hattest du schon die richtige Lösung. Das ist wunderbar, das ist wirklich toll. Eine wahre Meisterdetektivin. Wie bist du so schnell drauf gekommen? Ich weiß nicht, also dass die Baronin war, war mir von Anfang an klar. Und den Rest habe ich eigentlich nur geraten. Super geraten. Also viel Spaß im Urlaub. Du bekommst dieses Cluedo-Spiel für daheim. Bitte schön, nimm's mit, spiel's mit deiner Freundin oder mit wem auch immer. Kannst schon mal ordentlich üben. Nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, Claudia. Bleib hier, ja? Die Herrschaften möchten gratulieren. Tja. Nach 24 Minuten, das war ganz schön schnell. Also wir haben so viele Frauen, die gewinnen. Ich glaube, die haben das irgendwie im Bauch, wer ihr Mörder sein könnte und so weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, bei allen hier im Saal und natürlich bei allen, die nicht die Mörder waren. Frau Baronin, Sie können es einfach nicht lassen. Hm? Mit dem Marzipan muss das sein. Ja, wissen Sie, sind immer die kleinen Schwächen, die zu großen Stolpersteinen werden können. Dann, dann fällt man auf die Nase. Na, Gott sei Dank hat es ihr Nächsten überlebt. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Cluedo, das Mörderspiel. Bis dann. Tschüss.